Wir sind on air, kam aus der Regie von UnUniTV aus Berlin. Stefanie Aßmann und ich, mein Name ist Claudia Heidorf, wir sitzen in Hamburg. Und dann haben wir noch verschiedene Gäste eingeladen heute Abend zur Premiere vom Bewegtbild-Stammtisch bei UnUniTV. Und wie ihr an der Zeit vielleicht schon gemerkt habt, wir haben das akademische Viertel genau eingehalten. Wie es zu einer realen Universität passt, haben wir jetzt sozusagen eine Viertelstunde Zeitverzögerung. Wir hoffen, dass noch nicht alle Zuschauer, die uns heute sehen wollten und die wir versucht haben, über alle Kanäle im Laufe des Tages zu erreichen, wieder abgeschaltet haben. Aber wie es sich für eine richtige Uni gehört, CT, akademisches Viertel, kennt manch einer von seinem Studium. Und UniTV ist eigentlich pünktlich, aber eine Premiere hat manchmal auch ihre technischen Tücken. Und dementsprechend sagen wir Hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen an Christiane, Ellen und Joachim, die ebenfalls in Hamburg bzw. kurz vor Hamburg sitzen, um mit uns heute Abend am ersten Bewegtbild-Stammtisch über das zu reden, was uns in Zukunft zum Beispiel bei Ambitious TV erwartet. Aber vorher ein Wort zu meiner Nachbarin, zu meiner Co-Moderatorin Stefanie Aßmann, Digital Consultant, die bessere Bezeichnung für Social Media Manager, denn die digitale Kommunikation umfasst mehr als nur Social Media, zum Beispiel auch Social TV, und dafür ist Stefanie Expertin, nicht nur bekannt aus dem Blog We Make Social TV, sondern auch von verschiedenen Vorträgen und von verschiedenen Artikeln, zum Beispiel bei Lead Digital. Und deshalb ist sie heute Abend dabei, um mit uns über das zu reden, was alles bei Ambitious TV sich um Social TV dreht. Ja, dann sage ich auch noch kurz was zu Claudia. Claudia beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Crossmedia. Sie ist Journalistin und hat sich mit dem Bewegtbild-Thema auch schon sehr, sehr lange beschäftigt und hat jetzt diesen Bewegtbild-Stammtisch federführend in die Hand genommen und umgesetzt. Und deswegen sitzen wir heute Abend alle hier. Naja, ich habe es natürlich die Idee nicht allein geboren. Ursprünglich ging es mal offline los mit einer Idee von Steffi. Aber wie das so ist in der digitalen Zeit, erstens haben die meisten Leute zu bestimmten Terminen keine Zeit. Und bei Uni kann man ja auch aus der Konserve gucken, später noch. Gleichzeitig ist es so, in der digitalen Zeit sitzen nicht mehr alle an einem Ort. Wir haben uns heute zum ersten Bewegtbild-Stammtisch mal an einem Ort getroffen, in Hamburg, nahe der Elbe, direkt am Arbeitsplatz. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch anders sein. Aber die Idee Bewegtbildkultur, wie sie uns heute umgibt, einmal im Monat hier zu diskutieren, hat auch was damit zu tun, dass wir möglichst viele Leute erreichen wollen zwischen Hamburg und der Zugspitze, zwischen der Ostsee und dem Erzgebirge und vielleicht sogar darüber hinaus. Zunächst aber ein Wort zu Christiane. Christiane ist nämlich diejenige, die das ganze Thema, was wir heute Abend besprechen wollen, initiiert hat. Ambitious TV ist ein Projekt, was sie begonnen hat. Und das hat sie begonnen, weil sie schon eine lange Karriere beim Fernsehen hinter sich hat, vom journalistischen Arbeiten mit dem Bewegtbild im klassischen Fernsehbereich übergegangen ist zum Online-Bereich und auf verschiedenen Foren schon Ambitious TV auch gepitcht hat. Jetzt ist es noch im finalen Entwicklungsstadium und deswegen herzlich willkommen an Christiane heute Abend. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann, auch beim ersten Bewegtbild-Stammtisch. Vielen Dank dazu. Ihr zur Seite sitzt Ellen. Eigentlich ein potenzieller Nutzer von Ambitious TV, aber auch gleichzeitig derjenige, der sozusagen mit einer anderen Perspektive, mit der Perspektive von Digital Natives, diese ganze Geschichte mitproduzieren wird, als Co-Produzent, als Co-Producer und dementsprechend auch herzlich willkommen an Ellen heute Abend. Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, und Joachim ist der Gesprächspartner vor allen Dingen von Steffi. Auch herzlich willkommen an Joachim. Er ist bekannt dafür, dass er im Hintergrund Software produziert, mit der man Social TV realisieren kann. Und das hat er nicht nur für Ambitious TV gemacht, sondern Ambitious TV ist im Prinzip ein kleines Case, sozusagen eine kleine Fallstudie, neben der großen Arbeit zum Beispiel für den Norddeutschen Rundfunk und auch für andere Anstalten. Herzlich willkommen, Joachim. Hallo. Ja, und jetzt gucken wir mal ganz kurz rein, versuchen mal über Bildschirmfreigabe einmal einen Eindruck zu bekommen. Ich bin Elin, ich bin 17 Jahre alt und ich weiß noch nicht, was ich später machen möchte. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung der ersten Staffel von Ambitious TV.
natürlich wieder mit Ellen. Dich haben wir ja schon kennengelernt, die ganze letzte Woche. Und ihr habt sicher einiges über ihn schon gelesen und von ihm. Und heute mit dabei Mela, unser Karrierecoach. Ihr werdet euch gleich natürlich umeinander kümmern und du vor allem um Ellen. Aber die Zuschauer können natürlich auch mitmachen. Ihr müsst einfach einen Tweet reinsenden mit Hashtag AmbitiousTV oder auf unsere Facebook-Seite gehen und dann können wir das hier hinten lesen. Zum Beispiel, Angela Merkel war ganz schnell und hat herausgefunden, AmbitiousTV ist Neuland. Ja, die ist eine Wiefe. Aber genauso seid ihr natürlich, da könnt ihr mitmachen. Wenn ihr ganz... Christiane, wir haben gerade reingeschaut in eine Demo-Variante, die ihr produziert habt auf dem TV Hack Day in München. Was haben wir genau gesehen? Das war jetzt ein Ausschnitt von einem sogenannten Hack, also einer kleinen Geschichte, die wir ausprobieren und testen wollten. Und zwar ging es uns darum, mal zu sehen, wie es für Moderatoren ist, die im Studio sitzen und natürlich auch für das Karrierekit, der ja in diesem Fall Ellen war, wenn Twitter- oder Facebook-Nachrichten in die Sendung live eingespielt werden. Und zwar hatten wir im Hintergrund diese Twitter-Wall, das war in dem Fall Sowjet, heute ja Flipside, wo man eben redaktionell betreut oder auch automatisch die User-Posts einspielen konnte. Und wir wollten einfach mal gucken, wie schwer ist das eigentlich für einen Moderator, sich darauf einzustellen, wie schnell kann er die Themen aufgeben, wie leicht oder wie schwer ist das in so einer Live-Show, sowas eben zu verarbeiten. Das war eigentlich so der größte Test für diesen Hack. Und wir sind ja alle, wenn man so will, bei AmbitiousTV engagierte Experten, die einfach jetzt mal was Neues machen wollen. Wir haben ja, wenn man so will, jetzt kein professionelles Produktionsumfeld und deshalb nutzen wir eben sowas wie ein Hack Day oder so ein Startup Day, wo wir dann eben mit vielen engagierten Leuten Sachen austesten können, sodass wir uns Stück für Stück immer mehr dem nähern, was wir eigentlich machen wollen, nämlich eine coole Sendung für junge Leute, die immer noch nicht wissen, was sie werden wollen, aber das vielleicht jetzt mit Hilfe von AmbitiousTV als ein tolles Thema aufsehen und sich damit beschäftigen wollen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich habe vor einiger Zeit als, wenn man so will, Pressechefin und Personalchefin gearbeitet in einem Unternehmen. Und da habe ich festgestellt, dass viele junge Leute ganz falsche Vorstellungen davon haben, was man in Unternehmen macht und Unternehmen wiederum falsche Vorstellungen von dem haben, was junge Leute in einem Unternehmen erwarten. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich konnte mich in der Funktion da nicht so wirklich drum kümmern, aber es war ein interessanter Punkt. Und jetzt stellen wir ja fest, dass dieses Thema Schülermarketing, also das Interesse, Schüler für Unternehmen zu gewinnen, ein ganz, ganz großes ist für Unternehmen. Wir reden ja nicht mehr von der Generation Y oder Generation Z. Das sind also die Leute in Ellens Alter, so 16 Jahre alt. Und die sind eben ganz, ganz anders gestrickt. Die wollen Spaß haben, die wollen auch Spaß bei der Arbeit haben. Das ist für die 61% der jungen Leute in dem Alter sagen, Spaß bei der Arbeit ist für sie das Drittwichtigste, das, was sie sich für die Zukunft wünschen. Und sie haben eine ganz eigene Art, eben mit Dingen umzugehen, die ganz anders ist. Und mir macht es einfach Spaß, jetzt diese neue Generation zu entdecken, auch als Zielgruppe zu entdecken, möglicherweise eben nicht nur als passiver Zuschauer, sondern als Akteur für so eine Sendung wie AmbitiousTV. Und gleichzeitig finden wir es auch interessant, so eine Art Profi-HR-Tool vielleicht zu sein, wo Unternehmen die Chance haben, sich zu präsentieren und sich eben dieser Zielgruppe sozusagen locker zu nähern, ohne dass das jetzt gleich schon in Profi-Recruiting ausgeht, sondern erstmal geht es dann ums Kennenlernen und die ersten Kontakte zu machen. Ein Schwerpunkt ist natürlich in diesem Tool oder in diesem Entwicklungsstadium bei dieser Formatentwicklung das Element Social. Social TV ist ein eigenes Thema und da ist Steffi schon seit langem ganz engagiert, deswegen überlasse ich ihr gerne das Fachgespräch mit Joachim über das, was eigentlich das sensationell Neue auch an AmbitiousTV ist als Web-TV-Format, was über das normale Bewegtbild hinausgeht. Ja, Joachim, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, welche Rolle Social Media generell bei AmbitiousTV spielen soll oder was das Besondere an AmbitiousTV ist. Ich glaube, das ist genau das, woran wir gerade arbeiten. Das ist ja auch eine Formatentwicklung. Es sind ganz viele Bereiche, wo Social zum Zuge kommen kann. Also ich komme ja eher so aus dem Bereich, wir berichten über Events, die sowieso stattfinden. Also Eurovision, Königshochzeiten und Ähnliches. Eben mit Live-Video und parallel aus den sozialen Medien. In dem Fall ist es aber eine ganz andere Situation. Wir versuchen in der Formatentwicklung eigentlich rauszukriegen, wie muss die Geschichte erzählt werden, dass die für Jugendliche interessant ist,
dass sie vielleicht ihre 5 Minutes of Fame damit kriegen, damit auch einen großen Anreiz haben mitzumachen, dass sie in den Formaten, die da sind, auch nicht peinlich sind für die Jugendlichen. Also das ist, Ambitious TV ist für uns eher ein Versuchsgebiet, wo wir weggehen von der Berichterstattung hin zu einer Entwicklung, die soziale Medien viel aktiver, viel grundsätzlicher in ein Format einbinden soll. Ja, generell ist es ja so gedacht, dass es ja auch bestimmte Folgen quasi gibt, aber dass halt auch während den Folgen zwischendurch die Leute mit eingebunden werden sollen. Also vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, generell zu sagen, ob und wie das angedacht ist, halt während den einzelnen Folgen was mit Social Media zu machen und wie die Leute halt generell zwischendurch auch mit eingebunden können. Also inwieweit haben die einzelnen Kids quasi die Möglichkeit, Social Media Fame einzusammeln, und inwieweit haben andere Kids oder Jugendliche die Möglichkeit, sich einzubringen? Beziehungsweise, wie ist da der aktuelle Stand? Den letzten Satz habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Wie der aktuelle Stand ist. Also das Format befindet sich ja immer noch in der Entwicklung, also vielleicht kannst du generell was zu den Ideen sagen. Ich erkläre ein bisschen vielleicht von dem, was wir in den im Studiodreh und auf dem Hackday in München gemacht haben. Dort ging es darum, soziale Medien in eine Live-Sendung zu integrieren in München. Sprich, wir haben Twitter, Facebook, Replus, alle Kanäle eingesammelt, haben die im Sendebild, also im Studio für die im Studio Anwesenden und im Vollbild präsentiert. Das ist ein Aspekt, der aber nur für eine Live-Situation funktioniert. Wir haben uns in einem Workshop, wo es dann auch um die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählen wollen, damit auseinandergesetzt, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn live und nicht live zusammenkommt. Das heißt, wie integrieren wir YouTube-Videos, die asynchron, nicht live, da einfach zur Verfügung stehen, abgerufen werden können, kommentiert werden können. Wie integrieren wir diese Aspekte? Und haben versucht auch rauszukriegen, wo findet eigentlich die Geschichte statt? Findet sie auf ganz vielen Medien statt? Findet sie verteilt tatsächlich, aber dann wieder zusammengeführt auf einer Plattform statt? Das sind so die Themen, an denen wir arbeiten. Darf ich nochmal was dazu sagen? Natürlich. Nein, klar. Ja. Das Interessante für uns ist eigentlich so dieser Wechsel von Bewegtbildformat, also sei es jetzt Web-TV oder richtig echtes Fernsehen, das ist eben noch gar nicht entschieden, hin zu diesen, die wir nennen Social-Media-Phasen, wo dann eben nicht mehr live gesendet wird, es kein Bewegtbild gibt, sondern man diese ganzen Unterhaltungen und Auseinandersetzungen dann auf Google+, auf Facebook oder auf einem anderen Social-Media-Kanal weiterführt, und dass wir als Redaktion natürlich da aktivierende Elemente entwickeln wollen, also sei es irgendwie Slideshows oder Videoaufnahmen von dem Karrierekid, wie er eben sich überlegt mit seinen Freunden, was aus ihm werden könnte oder wie seine Talente aussehen, und dass wir dann wieder so ein Bewegtbildformat machen, wo dann ein großes Gamification-Testing stattfindet, was auch schön glamourös ist, also so Show-Elemente an sich hat, wie man das so aus diesen ganzen Show-Formaten so im Fernsehen kennt. Und dann kommt wieder so eine Social-Phase, wo Leute sich überlegen, was könnte es sein, Unternehmen sich vielleicht auch melden, Recruiter melden. Und als drittes Element hatten wir uns dann vorgestellt, dass dann nochmal ein Bewegtbildformat kommt, wo der Jugendliche von einem Unternehmen eingeladen wird, mal sich da umzusehen oder vielleicht auch von einem Auszubildenden, der da schon ist, empfangen wird, weil Studien eben auch sagen, Jugendliche entscheiden sich besonders dann gerne für eine Stelle, wenn sie da schon einen kennen, der da ist und der das auch toll findet. Also 71% der Jugendliche gehen dahin, wo sie gehört haben, dass es da toll ist von Gleichaltrigen. So, und das ist eigentlich der Ablauf, dass man vom Bewegtbild über diese Social-Zeiten, die vielleicht so ein paar Tage lang sind, wieder zum Bewegtbild geht, bis dann eine Phase beendet ist und dann der nächste Jugendliche vorgestellt wird.
Naja, das ist ja gerade eine Steilvorlage, um endlich mal auch zu Alan zu kommen, der hier die ganze Zeit so brav und artig zugehört hat. Alan, du bist ja so in der Altersgruppe, das auch richtig nutzen zu können, also um dir selber sozusagen den Weg in die Berufswelt zu ebnen und dabei auch auszuprobieren, ob du an der richtigen Stelle bist. Was interessiert dich denn an diesem Format besonders? Ist das für dich ein Weg, um von der Freizeit in die professionelle Laufbahn zu wechseln? Ja, also auf jeden Fall. Also wie Christian schon gesagt hat, wenn ich andere Jugendliche zum Beispiel sehe, die jetzt bei BildschirmTV mitgemacht haben und zum Beispiel ein Praktikum in großen Firmen wie Airbus oder Google bekommen, das wäre natürlich dann interessant für mich, das dann auch mal auszuprobieren oder andere Jugendliche und sich selber einen Weg zu schaffen. Mhm. Aber was interessiert dich daran jetzt besonders? Weil man muss sich ja quasi, man lernt sich ja gleich im zarten Alter von 16, 17 schon mal vor der Kamera zu präsentieren. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Naja, das ist halt natürlich gut, weil es ist halt besser, als wenn man jetzt zum Arbeitsamt gehen würde oder sich selber ein Praktikum suchen. Man hat halt Hilfe von anderen Leuten und man kann auch einen besseren Einblick bekommen. Mhm. Und welche Firmen meinst du, würdest du auf diesem Weg finden? Weil es gibt ja auch Firmen, die offline eher orientiert sind als online. Naja, also zum Beispiel für mich würde ich hoffen, große Firmen zu finden, bekannte Firmen, Airbus, Google. Oder auch, man kann natürlich auch kleine lokale Firmen finden, wie zum Beispiel in Hamburg die Inselakademie. Mhm. Du bist ja nun nicht nur als potenzieller Nutzer in dieses Projekt eingebunden, sondern du bist auch Co-Produzent. Was interessiert dich an dieser Position? Man kann ja seine Freizeit auch mit anderen Dingen verbinden, zum Beispiel mit Basketball. Ja, also natürlich habe ich wenig Freizeit, aber wenn ich Freizeit habe, finde ich das sehr interessant, weil ich halt mit Fernsehen sozusagen aufgewachsen bin, von meiner Mutter und meinem Vater. Und nun ist es ja jetzt nicht so direkt Fernsehen im Fernsehen, sondern über eine Internetseite, was mich ziemlich interessiert, wie das alles läuft und wie man das verbessern kann und wie man das dieses Medium dafür nutzen kann. Und was meinst du, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht? Du warst auf dem TV Hack Day in München dabei und das war im Juni. Noch dieses Format ja nicht online, noch ist Ambitious TV in der finalen Entwicklungsphase. Was meinst du, wie wird es weitergehen? Wie stellst du dir das selber vor, auch als Co-Produzent? Naja, ich stelle mir vor, dass wir das auf jeden Fall irgendwann live bekommen, hoffentlich sehr früh, bald. Und dann halt auch Apps zum Streamen oder selber zum Nachforschen, also dass es ein Ambitious TV App gibt, wo man nachgucken kann, wann die nächste Sendung ist, wie man sich bewirbt, wie die letzte Sendung war. Und dass es halt alles zum Laufen gebracht wird, damit wir auch bald viele Jugendliche und halt auch ältere Leute haben, die sich hierfür anmelden und auch ihren Karriereweg finden. Christiane, wie realistisch ist das, dass ihr bald live geht? Also wir sind in Gespräch natürlich mit Unternehmen, auch mit einer Produktionsfirma, was im Moment aktuell sehr heiß ist. Und also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, Entscheidungswege dauern ja lange, aber ich hoffe schon, dass wir in der ersten Hälfte 2014 zumindest einen ersten Piloten produzieren werden. Und wenn das jetzt nicht so ein Partner ist wie eine Produktionsfirma oder ein Unternehmen, dann würden wir das wahrscheinlich auch versuchen, so wie bisher mit Eigenengagement und so ein bisschen Kleingeld, was ich dann da irgendwie so zur Seite habe, dass wir das dann eben selber in Eigenregie produzieren, damit man etwas in der Hand hat, um Leuten zu sagen, so das ist das Layout, das ist noch nicht Profi-Qualität, aber ihr könnt schon mal sehen, wie sich das anfühlt und was für ein Setting das ist, in dem wir uns bewegen wollen. Und dafür hatten wir jetzt im Januar eine Woche geplant, wo wir uns alle Zeit frei halten, also uns nicht buchen lassen und ein bisschen Urlaub nehmen, wo wir das dann ausprobieren können, wenn eben diese andere Profi-Alternative nicht dazwischen kommt. Aber wie viel Feedback habt ihr seit dem TV Hack Day in München im Juni schon bekommen? Weil dort wurdet ihr ja sehr positiv aufgenommen und hattet in dem Pitch auch sehr, sehr viel positive Resonanz dann erhalten. Also wir haben sehr viel Feedback so aus der ganzen Bewegtbild-Community bekommen von unterschiedlichsten Leuten, die das wahrgenommen haben. Die fragen, macht ihr weiter? Wie läuft's so? Habt ihr inzwischen Förderer? Seid ihr schon irgendwo auf Sendung? Das ist ganz klasse. Also Leute, die das Projekt kennengelernt haben, die fragen immer wieder danach. Die verfolgen es auch. Wir haben ja eine Webseite, ambitioustv.de, wo wir auch das Projekt so ein bisschen dokumentieren und auch die neuen Sachen auch so einstellen. Und wir haben eine Facebook-Seite, wir sind über Twitter aktiv, also wir sind, glaube ich, schon relativ sichtbar. Und auf jedem Barcamp und bei jeder Veranstaltung fragen die Leute oder jetzt Social Media Week, ob wir uns da vielleicht vorstellen wollen. Das ist schon ziemlich klasse. Und ich hoffe, dass wir da so nach und nach immer bekannter werden. Das ist die Content-Ebene, die technische Ebene, die Social-TV-Ebene. Da gibt es bestimmt auch noch einiges zu sagen. Jetzt von der Umsetzung? Ja, Joachim hat doch bestimmt noch einiges dazu zu sagen, wie die technische Entwicklung weiterläuft.
Achso, ja, du kannst gerne was dazu sagen. Also ihr habt ja zwei Tools im Einsatz, ihr arbeitet größtenteils immer noch mit Serviette, aber ihr habt ja zur Wahl jetzt auch ein anderes Tool eingesetzt. Wie soll das funktionieren? Also arbeitet ihr da eher mit Serviette weiter und welches sind die Vorteile, die man bei Ambitious TV mit einbringen kann? Oder was ist mit dem neuen Tool? Wie könnte das halt integriert werden im Ambitious TV? Ich fange mal mit dem neuen an. Flipside ist ein Live-Publishing-System für Web und fürs TV. Und wir sehen bei Ambitious TV eine Möglichkeit, dass mit Flipside eben auch wieder dieses Zusammenführen der unterschiedlichen Plattformwege, Social-Media-Umgebung stattfinden kann. Also wenn man sich das Format ein Stück weit so vorstellt, die Geschichte, die da erzählt wird, dass die über mehrere Stationen, über mehrere Medienkanäle verteilt stattfindet, dann wäre Flipside eben eine Möglichkeit, das wieder an einem Ort zu versammeln und zu präsentieren und auch da wieder kommentierbar zu machen und den Jugendlichen Möglichkeiten zu geben, mitzumachen. Ich glaube, dass ein paar ganz spannende Themen schon aufgekommen sind in der Arbeit mit Ambitious TV. Was wir zum Beispiel bisher überhaupt nicht auf dem Plan haben, ist, wie ist das eigentlich mit Snapchat oder WhatsApp und solchen Live-Plattformen. Das sind Plattformen, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, die bei Jugendlichen total wichtig sind und wo ich, glaube ich, die Prognose machen würde, dass im Grunde jeder, der sich mit sozialen Medien im Fernsehen und in Publishing-Kontexten befasst, sich darum kümmern muss, damit irgendwie umzugehen. Das ist für uns auch ein ganz spannendes Thema. Halt ein Punkt, die Inhalte aus dem Web aufzubereiten, das sollte dann mit dem neuen Tool gegeben werden. Du hast jetzt gerade Snapchat und WhatsApp schon aufgezeigt, das sind ja alles so Plattformen, auf denen sich die User untereinander austauschen. Ja. Und das war ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei Ambitious TV, dass man den Jugendlichen generell die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Da muss man natürlich wahrscheinlich technisch auch nochmal überlegen, wie man die Möglichkeit halt schafft oder denen eine Plattform bietet, dass sie sich halt austauschen können. Genau, also ich glaube nicht, dass wir da eine technische Lösung haben, dass überhaupt jemand eine technische Lösung hat, den Austausch über Snapchat oder über WhatsApp im Moment zu moderieren. Das heißt, das wäre, so wie es sich im Moment darstellt, eine ganz persönliche Ansprache und von daher auch ganz anders und ganz spannend. Ja, letztendlich ist es natürlich nur eine Bestandsaufnahme, eine Momentaufnahme vor dem großen Workshop im Januar. Das heißt ja noch lange nicht, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht Wünsche, Träume, Hoffnungen gibt, die auch noch Input für die Januarphase, die große Arbeitsphase bieten. Christiane, nochmal Wunschkonzert am Ende unserer ersten Runde hier zum Bewegtbildforum bei UnUniTV. Ja, als erstes würden wir uns freuen. Ja? Entschuldigung. Als erstes würden wir uns freuen, wenn wir Jugendliche finden, die Lust hätten zu testen, die bereit sind, so wie Ellen und auch Elin, sich vor die Kamera zu stellen und eben mit uns ihre Talente zu entwickeln, die auch Freunde haben, die Lust haben, über Social Media das ganze Experiment zu begleiten. Das könnte auch eine Schulklasse sein, das wäre ganz, ganz toll. Natürlich freuen wir uns über Förderer finanzieller Art, aber auch Leute, die Lust haben, die glücklich sind oder auch sich für das Thema Testing interessieren. Also jeder, der irgendetwas kann, was für dieses Format gut ist oder einfach auch nur Spaß hat mitzumachen, kann sich gerne bei uns melden. Also ich habe ja meinen Twitter-Handle Christian Ahoy angegeben, aber man kann uns natürlich auch über die Webseite schreiben. Also wir würden uns über jeden Menschen, der sich engagieren will, freuen. So war das in der Vergangenheit und so wird das auch bleiben. Selbst wenn
es nur Anfragen bei UnUniTV gibt, leiten wir das natürlich gerne weiter und hoffen, dass auch in der Mediathek vielleicht der ein oder andere nochmal beim Zuschauen dann Lust kriegt, sich mit dem Thema Ambitious TV etwas näher zu befassen. Alle Links gibt es natürlich dann auf der entsprechenden Seite in der Mediathek von UnUniTV. Und Steffi, was machen wir jetzt? Wir sind, die erste Runde haben wir geschafft, bin auch mit akademischer Verspätung, was den Start beginnt. Wollen wir weitermachen? Wir wollen auf jeden Fall weitermachen, ja. Es gibt noch so letzte finale Abstimmungen für den zweiten Case, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir da wieder jemand Spannendes haben. Mhm. Wir haben uns auf einen monatlichen Rhythmus geeinigt, da wir alle noch nebenbei eine kleine Beschäftigung haben, die existenziell wichtig ist, nämlich einen Hauptberuf. Und UnUniTV, unser Bewegtbild-Stammtisch, ist ja vorläufig noch ein Forum, mit dem wir ein Thema, was wir beruflich sicherlich weiterentwickeln, auch privat beziehungsweise erstmal ambitioniert hier weiter diskutieren, ohne dass es dafür Sponsoren gibt. Aber wir wollen damit ein Kommunikationsforum schaffen, ganz im Sinne vom Social Web, interaktiv mit allen zu diskutieren, um auch möglichst viele Ideen rund um das Thema Bewegtbildkultur und die Weiterentwicklung von Bewegtbild im Web zu diskutieren, von den Entwicklungsprojekten wie Ambitious TV und in diesem Sinne auch herzlichen Dank an unsere Gäste heute Abend, bis hin zu Erfolgsmodellen, die für die nächsten Male schon im Gespräch sind, aber wir werden da eher, glaube ich, in Zukunft mal kurz vorher was sagen. Angekündigt ist auf jeden Fall, dass wir nicht direkt vor Weihnachten den zweiten Bewegtbild-Stammtisch online veranstalten, das wäre der 18.12., genau in 4 Wochen, aber da haben alle sicherlich noch damit zu tun, Weihnachtsgeschenke einzukaufen und dementsprechend werden wir es eine Woche früher machen. Ja, nur nicht an dem Mittwoch. Vermutlich nicht an dem Mittwoch, aber den genauen Termin geben wir bekannt. Und nach den ersten 2 Malen wissen wir dann auch, wie es gut läuft. Genau. Ob wir genügend Resonanz bekommen, ob wir genügend Zuschauer haben, weil wenn es keinen interessiert, dann reden wir lieber um ein Glas Wein in der Kneipe darüber. Nein, Spaß beiseite, ernst auf den Tisch. Bis zum Ende des Jahres haben wir eine kleine Testphase eingebaut und ab Januar 2014 gehen wir dann in eine regelmäßige Sendephase. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Fragen, Anregungen, Themen. Es kann weiter diskutiert werden unter dem Hashtag BEST, natürlich auch unter unseren verschiedenen Twitter-Accounts. Ja. @MissAßmann. @MissAßmann, Miss_Aßmann. Genau. Und mein Twitter-Name wäre @CHeidolf. Alles in einem Wort. Ja, und es gibt sicherlich genügend Foren, über die ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Aber das Wichtigste nach dieser ersten halben Stunde Bewegtbild-Stammtisch online ist natürlich, was denkt ihr dazu? Was sagt ihr zu Ambitious TV? Und wann seht ihr Ambitious TV live im Web? Die Frage werden uns wahrscheinlich Ellen, Christiane und Joachim irgendwann definitiv beantworten können. Wir wünschen euch bis dahin viel Erfolg. Viele kreative Ideen und vor allen Dingen auch die Motivation zum Durchhalten, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste bei allen Projekten, die man im digitalen Bereich startet. Genau. Ja, super. Ja, danke schön. Ja, und damit sind wir am Ende von UnUniTV, Bewegtbild-Stammtisch 1, an einem grauen Novemberabend in Hamburg, beziehungsweise rund um Hamburg. Danke an den technischen Support von Berlin aus, an Ossian und das ganze Team von UnUniTV. Und wir freuen uns auf viele weitere Folgen des Bewegtbild-Stammtisch und auf ganz viel Input von euch. Bis dahin sagen wir Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.